Syntaxdiagramme sind grafische Notation oder ist eine grafische Notation zur Darstellung, Beschreibung der Syntax einer Sprache, einer Programmiersprache insbesondere. Textuelle Repräsentationen oder textuelle Notationen haben den Vorteil, dass sie wesentlich kompakter dargestellt werden können. Und so gibt es auch Alternativen zu Syntaxdiagrammen textueller Form. Eine solche ist die Backus-Naur-Form. Das ist halt in dem Sinne eine Technik zur textuellen Darstellung kontextfreier Grammatik. Hier werden sogenannte Ersetzungsregeln Produktionen benutzt, die eine linke und rechte Seite besitzen, die durch ein bestimmtes Symbol getrennt werden. Auf der linken Seite einer Produktion stehen dabei Nicht-Terminalsymbole, auf der rechten Seite können Terminale, Nicht-Terminalsymbole und andere Zeichen auftauchen. Nicht-Terminalsymbole werden dabei immer eingeschlossen von diesen Klammern. Alternativen, also aus sich in dem Sinne aufspaltende Pfeile, sind durch ein Pipe-Zeichen gekennzeichnet. Und es gibt ja auch leere Alternativen, dafür wird verwendet das Epsilon. Wir werden das gleich an einem Beispiel noch genauer sehen, nur schon mal vorweg. Die BNF ist erweitert worden zu der sogenannten erweiterten Backus-Naur-Form, die weitere Dinge ermöglicht. Es ist eine Erweiterung mit Abkürzungsmöglichkeiten. Dabei kann man hier diese geschweiften Klammern, diese eckigen Klammern benutzen, was bedeutet, was hier drin steht, kann im Prinzip auch wegfallen, ist also eine Alternative, beziehungsweise eine Bedingung damit verknüpft. Und, oder, es gibt diese geschweiften Klammern. Das bedeutet, wenn die eingesetzt werden, die Symbole in den Klammern können beliebig oft, beziehungsweise auch nullmal wiederholt werden.